Hallo und zurück zu unserer kleinen Schachpartie. Und ja, ich habe schon den ersten Kommentar, oder eigentlich habe ich zwei Kommentare, einmal von Zuckerspinne, die eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, den hier zwei Vorwürfe, ich weiß es nicht genau. Ich nehme aber nur an, korrekter, war meine Schuld, ne? Ich hab schlecht erklärt. Ich habe echt schlecht erklärt, aber ich nehme nur korrekte Zahlenbezeichnungen an. Also, wenn ihr schreibt, so wie es Ungezogene gemacht hat, also wenn ihr schreibt zum Beispiel, wie er es gemacht hat, E7, E5. Ne? Also wir sind hier in der E-Reihe, wir sind hier auf E4, 5, 6, 7 und er möchte jetzt seinen Bauern oder Dämonen, dämonisches Schwanzwesen auf, wo haben wir gesagt? E7, E5, 6, also genau eigentlich, ne, mir gegenüberstellen. So ist er, unser ungezogene. Nee, E. So, okay, dann schauen wir uns das mal an. Was könnte ich? Ja. Ich werde mal den. Ich werde einmal den Springer von. Jetzt muss ich zählen. Ist blöd, dass da keine Nummern dran stehen, ne? Also G1 auf. Also Springer haben wir, ne? G1 auf M. Wohin? F3, ne? Auf F3. Okay, so machen wir das. Gut. Zack. Achso, ich brauche mich ja gar nicht. Hier steht es ja immer. Ich muss nur das erste wissen. Das andere steht bei mir immer dort. Ach nee, hier drüben steht es ja auch. Ja, das ist schon mal gut. Achso, dann haben wir, das ist super. Dann wissen wir immer genau, wo, wie, warum und weshalb. So, genau, also mein Springer, mein Pferd hier, das ist tatsächlich ein Pferd, mit Streitaxt, habe ich nach vorne gerückt, ne? So sieht die Position aus. Wollen wir schauen, wie es weitergeht. Will es nicht in die Länge ziehen. Ciao, ciao fürs Erste.